Graffiti. Ja, wo gehen wir heute hin? Wir gehen heute zu der schönen Ausstellung. Ich war hier. I was here. I was here heißt die ja, ne? Genau. Und die ist im Dortmunder U. Die läuft jetzt auch nur noch irgendwie ein paar Tage. Dann ist die vorbei. Da stellen so ein paar Leute aus, die man auch kennt. Oldschooler halt. Man sieht da wohl alte Zeitungsartikel, Fotos und so weiter. Indoor-Graffiti, was aussehen soll wie draußen am Zug oder so. Ich lasse mich überraschen, habe davon auch nur gehört, von den Kumpels und so. Ja, und in die Richtung laufen wir jetzt. Bei mir in der Hut, ne? Richtige Musikläufe machen Ping. Guck mal, die ganzen Leute, ne? Oh, guckt euch an, der Metaller. Oh, trink mal wieder Cappy und oh, film wieder Graffiti. Ist mir alles scheißegal, ich hab da Bock drauf. Ich mach, worauf ich Bock habe. Mit meinen Videos und auch mit der Musik. Und ihr werdet sehen, die neue Ficker kommt. Dann werden sich einige umgucken. Der Sommer ist da, aber wir gehen jetzt hier schön ins U. Wup, 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 wup. Da ist es. Und dann gucken wir uns I was here an. Schöne Graffiti-Ausstellung. Mal ein bisschen Kunst und Kultur mit dem Gorminister. Kunst, Kultur, Natur und Bier. Wir sind jetzt im Dortmunder U. Hört man die ganze Zeit so Urbane so klack, klack, klack. Ne? Schön Totempfehle am Bearbeiten dran sein. Wir fahren jetzt hier mal die Rolltreppe hoch hier. Und dann gibt es Graffiti aus Detuse Ortmund. Der Sonne. Wir bauen jetzt was. Seht ihr gleich. Mein Kunst, mein eigenes Kunstwerk. Ja? Das seht ihr gleich. So, ich nenne dieses Kunstwerk Funk the Mic. Da gibt es kein Mic, aber das Kabel ist zumindest zu sehen. Ihr seht es hier schön, auch ne, mit dem B-Boy-Handschuh. Schön, nicht wahr? Da habt ihr richtig Bock drauf. Ja, hier, ne, wir stehen im Klo sozusagen. Mal gucken, geht das Klopapier überhaupt? Das Klo, geht das überhaupt? Wir gehen aufs Klo hier. Hier darf man auch reinbomben. Das ist völlig erlaubt. Geile Ausstellung. Mal gucken, ob das Klo funktioniert. Nein, funktioniert natürlich nicht. Ne? Aber hier, guck mal, Bomben, Bomben, Bomben. Mein Kunstwerk habt ihr ja eben gesehen. Ist es nicht schön geworden? Super, ne? Richtig gut. Da siehst du die Gesichter von den Dudes. Ich meine, ich kenne die Pfannen halt. Einer will ja mit keinem was zu tun haben, aber das ist ja geil. Boah, die hatte ich damals auch noch den Charakter. Ja, was soll ich sagen? Sehr stilvoll in Szene gesetzt, das Ganze hier. Was damals als Schmiererei abgetan wurde, ist heute Kunst. Auch schön zu sehen, wie sich die Zeiten ändern. Man ist ja damit groß geworden, ne? So mit 15, 16 fand ich das total toll. Jetzt sehe ich die ganzen Dudes hier an der Wand in einer Galerie. Hätte ich mir auch nicht zu träumen gewagt. Oh, was passiert da? Wir müssen da hin. Oh,
war eine sehr kleine, feine Ausstellung. Ihr habt es ja gerade gesehen. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich meine, er hat nichts gekostet, ist für umsonst. Und wenn man für umsonst irgendwas bekommt, Kunst und Kultur, ihr Banausen, dann kann man auch mal dahin gehen und alte Dortmunder Kultur bestaunen. Ne? Wir waren übrigens die beiden einzigen Besucher auf dieser ganzen Etage. Da waren wir echt alleine. Ja, liegt vielleicht auch an der Zeit. Da kommt der DSD. Den können wir auch noch mal befragen hier. Irgendwie der Wind ist ein bisschen scheiße. Das tut mir leid. Laut, ne? Und so. Tschüss. Bier. Bier. Prostata. So, ja. Sag mal dein Fazit. Hol dir ein Bier ab. Sag mal hier dein Fazit. Ich find's geil. Das ist klein, halt jetzt, ne? Es ist sehr klein, aber die Zeitungsartikel haben mich sehr froh gestimmt, definitiv. Wie gesagt, die Hälfte davon habe ich selber halt noch von früher. Wer weiß, wie das, aber geil. Man darf da checken halt, das hätte man früher wissen müssen. Ich glaube, ich habe meinen Stift da jetzt reingelegt, ich Eierkopf. Weil man hätte ja abholen können, aber ich habe ja immer einen eigenen Stift. Wie auch immer, wir brauchen Bier.